Meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Testpiloten. Ja, nicht einmal auf Wenzels Gips am nächsten Tag. Na, was funkelt denn da so mysteriös auf dem Boden des Bulls? Ach so, nur ein Schlüssel. Ich dachte, es sei mein Spiegel. Ich liebe Goalus. Goalan. Hilfe! Ich glaube nicht, dass es Goal stört, wenn ich schon mal ein paar Buchstaben abknabbere. Ja, nun sieh mal einer, guck. Schon lautet die Botschaft ganz anders. Ich liebe Lu. So eine Scheiße. Hey, da ist ein Ring drin. Ich glaube, dafür benötige ich mal ein Kleingeld. Und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Schon praktisch, diese Kästen. So werden ausgelesene Zeitschriften nicht dreckig. Oh, die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Ein Automat, der Liebe scannt. Nach meiner Erfahrung so gut wie jede andere Methode. Ein seltsames Paar. Und alles echt. 100% Natur. Es ist nicht hungrig und es wird auch nie müde. Nee. Hey, Burschi, Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy, Deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Mat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich hab mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich.
verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... Wie du meinst. Ah, die aktuelle Ausgabe der Herz. Na, wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goal, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Hallo? Pff, Saftladen. Ob das wohl als romantisches Essen durchgeht? Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, dass hier jetzt ein Wurststand. Packen Sie mich darauf rum. Das ist so schon demütigend genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer. Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich werde mich bei deinem Vorgesetzten beschweren. Bitte nicht. Der dreht mich durch den Fleischwolf. Soll ich jetzt etwa Mitleid haben? Ich armes, armes Würstchen. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Hallo? Pff, Saftladen. Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Dieser Lukas hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Thank you.
Dschungel. Oh, Miete. Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr. Ich fand meine improvisierte Angel deutlich lässiger. Hilfe! Oh! Na, dann wollen wir mal. Es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cool. Hilfe! 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 Man sagt, das Geld liegt auf der Straße. Aber man schreibt, dass die Straße manchmal durch ein an und für sich abgeschlossenes Kassenhäuschen führt. Aus Kübelsbüffel in Richtung Kotze, Brecht über Sporze, Würzspei und Groß über Gebersbach. Reifen mit Anschluss nach Würfel Husting. Beachten bitte die Auswürfe in Abschnitt zurückbleiben bitte und Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Hilfe! Nicht gerade eine Punktlandung. Aber was soll's?